An die Arbeit, Freunde. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Khedira. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Gündogan. Thuram. Logisch, das muss Eckball geben. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Mario Götze. Das ist jetzt sein, spielt sich herrlich frei. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Er ist drin! Serdar. Er attackiert. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Attacke und das wird belohnt mit Ballbesitz. Gündogan. Hacker. Harter Zweikampf. Gündogan. Das könnte was werden. Und jetzt hat er freie Bahn. Und jetzt. Das ist das Tor. Dieser Ball flog dem Torwart nicht um die Ohren. Aber trotzdem liegt er im Netz. Und da lebt er eindeutig von seiner Schnelligkeit. Keiner kann ihn halten. Die sehen aus, als hätten sie Eisenfüße. Ein perfektes Tor. Mario Götze. Hacker. Ja, da schaut er sich nach Hilfe um. Der könnte passen. Psst, da rutscht er aus. Ja, also da ist ja nicht nur der Rasen nass, auch der Ball ist glitschig. Da kann sowas passieren. Schweinsteiger am Ball. Ozan Tufan. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Gündogan. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Jetzt ist er ganz frei durch. Oh ja, das gibt Freistoß. Und sie haben einige Freistoßspezialisten in ihren Reihen.
Oh, jetzt werden sie richtig hart bestraft. Platzverweis und noch ein gefährlicher Freistoß. Aber wollen wir mal sagen, Manni, diese rote Karte geht hundertprozentig in Ordnung, denn das ist viel zu hartes Einsteigen gewesen. Freistoß jetzt. Oh, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Klare Entscheidung, Ecke. Hummels! Guck mal hin! Vom Torwart abgefälscht. Der Ball, er ist im Gehäuse. Also ich habe nach diesem Tor so allmählich den Eindruck, die Mannschaft fällt auseinander. Ja, genau so wirkt das und das kann noch richtig bitter werden. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Ekitschi. Ich glaube, die Spannung ist schon halbwegs raus. Zur Pause steht es hier nämlich 3:0. Der zweite Durchgang läuft. Bisher war es ja ziemlich einseitig. Wir sind wirklich ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Ganz schnell der Freistoß ausgeführt. Mesut Özil jetzt. Jetzt ist er vorbei. Das war eine Glanzparade des Keepers. Der Schiedsrichter hat auf Eckstoß entschieden. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ozan Tufan. Ja, er hat sich den Ball wiedergeholt. Gut gemacht. Ja, da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. Ekici. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Ekici. Und jetzt kommt Bastian Schweinsteiger an den Ball. Groß. Macht er dieses Ding nicht rein? So viel kriegt er davon nicht im Spiel. Weil er sich einfach nicht richtig zum Ball stellt. Und das ist dann von der Schusstechnik her einfach nicht würdig. Den muss er ganz anders nehmen. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Der Ball klebt. Jetzt ist er durch. Setzt sich schön durch. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Was macht er jetzt? Da muss er doch Freistoß geben. Mesut Özil jetzt. Rudi Groß. Ja, warum macht er den nicht rein? Diese Führung wäre kaum noch zu knacken gewesen. Den hat er gut aus der Gefahrenzone weggefaustet. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Ist drin! Wow, den hat er aber wirklich reingezimmert von da draußen. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen. Und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats,
Das hat er hier gezeigt. Da hat er toll Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Keeper. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Ekichi. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Hakan. Ekichi. Thuram. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Ekichi. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Marco Reus. Ekichi. Und hier pfeift der Schiedsrichter aus dem letzten Loch. Es ist